Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten DLC von Little Nightmares, The Residence. Ja, wir haben letzte Folge noch den zweiten Teil abgeschlossen. Ich glaube aber nicht, dass wir, oh Gott, alle Flaschen gefunden haben. Ich glaube, es waren drei und wir haben nur zwei gefunden. Aber, ja, die sind nicht so schlimm. Ich wollte es jetzt auch nicht zu 100% komplettieren. Oh. Da sind wir auch schon in der Residenz angekommen. Wird jetzt hier die Herrin auf uns lauern? Oh, das ist ja... Das ist gruselig. Oh, ich laufe gerade. Oh Gott, gegen jedes Buch. Ist das nicht der Ausgang, den wir mit Six benutzt haben, um hier rauszukommen? Mulan ist auch hier. Okay. Bringt's was, wenn wir hier hochgehen? Aber nicht. Okay, reicht nicht. Das Spiel möchte nicht, dass wir da hochgehen. Okay, wir gehen einfach mal weiter, bevor ich hier noch weiter rumturne. Musik. Die ganzen Bücher am Boden. Okay, hier geht's nicht weiter. Was soll ich? Ja, ich dachte, boah, was kommt jetzt für ein Viech? Es ist doch sehr dunkel, ne? Schon haben wir dem Abhilfe geschaffen. Mir egal, ob das deine Lieblingstasse war. Oh, und da haben wir auch schon die erste Flasche gefunden. Okay. Man sieht überhaupt was ohne Licht. Ich mache aber trotzdem einfach mal das Licht an. Die Taschenlampe. Oh, da ist der Schlüssel. Aber wie bekommen wir sie da weg? Was bringt das, wenn wir hier ausmachen würden? Ich folge ihm mal. Er ist weg. Das ist eine Art Rätsel, denke ich. Hier ist ein Dreieck, Kreis und ein Viereck. Hm. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass das Licht aus ist. Ich möchte, dass es anbleibt. Wir schauen mal hoch. Aber wir sind ziemlich sicher jetzt. Ja, wir sind bei der Herrin. Da brauche ich gar nicht mehr mal sagen, dass wir ziemlich sicher sein können. Denn wir haben ja schon herausgefunden.
Okay. Ich stelle es wieder hin. Okay, wir brauchen quasi hierfür Ersatz. Das hat die Hausherrin jetzt natürlich auch nicht gehört. Denn was soll die denn auch schon hören? Ah, oh Gott. Wir kennen die wohl. Verschieben. Müssen wir aber vorsichtig sein. Denn das Schiff schwankt ja. Nicht, dass die wieder zurückfährt. Okay. Ist das irgendwie blockiert? Macht so den Eindruck, als wäre es blockiert, ne? Hm. Wie brauchen wir den Schlüssel? Aber wie kriegen... Wie sollen wir den Schlüssel hier hochkriegen? Oh, hier geht's auch noch. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Okay, hier drüben waren wir aber auch noch nicht. Werfen wir doch glatt mal einen Blick hin. Das war gruselig. Da war gerade irgend so ein Puppenkopf. Wer findet Puppen denn eigentlich nicht so gruselig? Ich finde, Puppen sind sehr gruselig. Okay. Hoppla. Okay, aber was... Irgendwas muss das bringen, dass wir da hoch können. Bücher gestapelt. Schauen wir nochmal hoch. Es ist sehr still ohne die Musik. Spiel allgemein manchmal können es, glaube ich, ein bisschen mehr Musik vertragen. Ja, aber ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl so, der spring zur Leiter. Nein. Das nicht. Hier sieht so aus, als wäre was verrückt worden. Okay, ich habe jetzt gerade im Moment mal keinen blassen Schimmer. Was wir machen sollen. Aber es sieht fast so aus, ne? Aber ich kann nur in die Richtung schieben. Na, ich weiß nicht, ob wir den Schlüssel einfach so holen können. Gut, aber hier erscheint mir das jetzt nicht so, als wäre es zielführend.
Oh ja, was ist mit diesen Puppen? Oh! Okay, 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 okay. Wir müssen sie also weglocken, weil sie uns bemerkt. Die Frage ist nur, was sollen wir dann jetzt machen? Und warum können wir jetzt speziell hier ein Buch aus dem Regal nehmen? Okay, kann hier wirklich gar keinen Mucks machen. Was können wir denn mit den Büchern machen? Können wir die irgendwie mit dem Aufzug, ich nehme das mal mit dem Aufzug nach oben, einfach mal, um zu testen, ob da irgendwas ist. Ob man da irgendwie so einen Bücherstapel machen muss. Ach, ich muss das verschieben und einen Knopf drücken, oder? Okay. Ach ja, okay, das zeigt uns quasi nur, welcher bewegt wird. Okay. Oh je. Weiß gar nicht. Jetzt wird nur der bewegt. So, und wenn ich jetzt hier drücke. Okay. Die bewegen sich miteinander. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe es mir jetzt schon so verstellt. Nochmal? Nee, das klappt nicht. Wenn ich jetzt wieder aufs Erste gehe. Oh Gott. Nee, das sind Rätsel, die finde ich nicht so dolle. Ja, der Ring dreht sich da mittig. Das ist klar. Ne? Ja, und jetzt müsste ich eigentlich das könnte klappen. Das könnte klappen. Es klappt auch, aber es passiert nichts.
Warum passiert nichts? Jetzt sind alle Augen zu oben. Ist dann hier, geht der das in dem Raum nicht mehr oder sieht sie nichts mehr oder was ist? Was ist der Zweck? Das Auge ist zu, ich nehme die Statue raus. Auge geht wieder auf. Was mich interessiert, naja, ich schleppe jetzt nicht 100 Bücher darüber. Ja, es ist auf jeden Fall, hier gibt es die drei. Die drei, um die Tür zu öffnen. Viereck, Kreis und Dreieck. Komm nicht an den Schlüssel dran. Hier ist auch nichts. Wow. Okay, hier in den Ecken ist wohl auch nichts. Echt keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Vor allem, ja, wir können... Wahrscheinlich ist das auf der Spieluhr ist wahrscheinlich so eine Figur, die wir da hochstellen müssen. Ja, aber hier ist ja sonst auch echt nichts. Hier war oben die Flasche, die wir geholt haben. Da ist jetzt wieder das Licht aus. Hier war gar nichts. Ja, wir kriegen die Türen nicht auf. Und hier sind wir gestartet. Wir können nichts ins Feuer werfen. Liegen einen Haufen Bücher rum. Ob das mit den Büchern jetzt irgendwie einen Sinn hat, einen tieferen oder nicht? Warte mal. Da kommen wir aber nicht hoch. Ich wüsste auch nicht, wie wir sie jetzt da weglocken könnten. Um oben aufzusperren. Eine Puppe. Wow, aber mit der Puppe können wir ja auch nichts anfangen. Ich bin erstmal übers Buch gestolpert. Ja, oben, aber das hat jetzt ja auch nichts Bemerkbares ausgelöst. Wir konnten ja das Rätsel hier auch noch nicht, deswegen auch nicht lösen. Thank you.
Okay. Das wird so auch nichts. Mensch. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Das gibt's ja nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Hä? Hier ist eine. Warum ist hier eine Alpha-Wand? Oder so eine Wand? Das ist wieder der Puppenkopf. Aha, ich kann das Buch. Was ist das denn? Hier ist, das sieht aus, als würde es weitergehen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt nach einer Lösung suchen. Noch ein bisschen quasi außerhalb der Aufnahme. Und dann sehen wir uns, sobald ich die Lösung gefunden habe, wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.